Das Promi-Geflüster Backstage beim Musikherbst in Elmar am Wilden Kaiser und natürlich heute wieder eine reizende junge Dame an meiner Seite, Sonja Liebing. Übrigens zum ersten Mal beim Promi-Geflüster. Hallo und herzlich willkommen. Tatsächlich, ja. Bitte nur Gutes über mich berichten, ja? Natürlich, natürlich. Ich habe gelesen, Frohnatur aus Köln. Das trifft zu, natürlich. Absolut, ja. Wir haben ja eh nichts mehr zu lachen, von daher. Nein, ja, ich bin eine Frohnatur. Aber die Kölner haben ja sowieso ein gutes Paket Humor immer mit dabei, ja. Wie fühlst du dich hier im Alpenland, im schönen Tiroler Bergen sozusagen? Sehr, sehr wohl. Also ich liebe die Berge. Mein Mann und ich, wir fahren schon seit über 17 Jahren jedes Jahr nach Südtirol und genießen da auch die schöne Landschaft und die Ruhe und die Natur. Demnach ist das ein vertrauter Anblick für mich. Ein vertrauter Anblick. Und natürlich ist die Gegend ja durch den Bergdoktor bestens bekannt. Ne? Ja, natürlich. Ja, ja. Ich habe schon ganz viele Nachrichten bekommen, dass ich unbedingt zu ihm muss. Genau, den kennt man. Ja, jetzt ist es natürlich für mich natürlich eine Ehre, dass du auch noch vorm Auftritt hier noch kurz ein Interview gibst. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Also herzlichen Dank dafür. Alles gut. Ja, manche Leute, also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Manche Künstler sind aufgeregt, müssen sich das noch kommt in noch, sich... Das kommt noch. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Ne? Also um 20.05 Uhr ist mein Auftritt. Mhm. 5 Minuten vor Auftritt hätte sie mich nicht fragen dürfen. Okay. Aber jetzt geht's noch. Es geht noch. Also die Aufregung dann... Das kommt gleich. Dann wird es mich, glaube ich, nicht erleben. Mhm. Aber dann, wenn so die ersten Takte gelaufen sind, dann legt sich's. Sobald ich auf der Bühne bin und den ersten Ton gesungen habe, ist alles weg. Aber vorher 7 Tode gestorben, ganz schwitzige Hände, Schweißausbrüche, 17 Mal vorher noch auf die Toilette gelaufen. Aber das gehört dazu. Das gehört dazu. Das hat auch Altmeister Dieter Thomas Heck immer gesagt. Das Respekt vorm Publikum. Genau, richtig. Und das ist einfach der Adrenalin, den brauchst du auch. Ne? Und wenn du das nicht mehr hast, wenn du nicht mehr aufgeregt bist, ich glaube, dann solltest du aufhören, weil dann machst du irgendwas verkehrt. Was hast du heute im Gepäck mit dabei? Welche Titel kann man von dir heute erwarten? Oh, ein Mix aus meinen beiden Alben. Ich habe mich natürlich auch dem Publikum so ein bisschen angepasst. Du kannst jetzt hier nicht so ganz so doll auf die Kacke hauen, sage ich jetzt mal. Aber ich habe Lieder aus meinem ersten Album mit dabei, Lieder aus dem zweiten Album. Also ein Rundumpaket, also so ein kleiner Mischmasch. Also deine Erfolgstitel, die darf man natürlich nicht vergessen. Ne? Natürlich, nein, um Gottes Willen. Tatsächlich heute gar kein Cover mit dabei, sondern nur Songs von mir. Ich freue mich. Was machen wir eigentlich? Jetzt ist Bernhard Brink gar nicht dabei. Dann machst du den. Das wird schwierig. Nee, den habe ich tatsächlich nicht dabei. Und wir sind auch leider gar nicht so oft in den Genuss gekommen, diese Nummer, du hast mich einmal zu oft angesehen, zu präsentieren. Es kam Corona und jeder hat so seine Termine. Ich habe den Song jetzt tatsächlich schon zweimal versucht, alleine zu machen. Das funktioniert auch super gut, weil meine Fans einfach sehr, sehr textsicher sind. Die singen dann den Part von Bernhard. Okay. Aber heute nicht. Du hast gerade erwähnt, Corona, klar, du hast deine Karriere gestartet und dann gleich so ein Schlag. Wie hast du die Zeit überstanden? So wie wir alle anderen auch. Zu Hause gesessen, gewartet, dass alles vorbei ist und gehofft und gebetet. Aber tatsächlich habe ich die Zeit auch ein bisschen genossen. Ich bin Mama von 2 Kindern und wenn du Zeit mit deinen Kindern verbringen kannst, ist das heutzutage purer Luxus. Und das 24 Stunden, 7 Tage die Woche und 365 Tage im Jahr, wunderbar, aber ich bin auch froh, dass es jetzt so langsam wieder losgeht. Genau, jetzt starten wir wieder durch. Wie gesagt, heute in Elmau beim Musikherbst am Wilden Kaiser. Also von daher kann eigentlich nichts Schöneres passieren. Hast du noch ein bisschen Zeit? Gehst du noch ein bisschen vielleicht in die Berge, ein bisschen wandern? Hier noch? Nein. Wir haben ein sehr toughes Programm. Also wir fahren morgen sehr früh schon wieder los Richtung Nordrhein-Westfalen. Ich habe in Gummersbach einen Auftritt bei Howard Carpendale, der heute auch hier auftritt, im Vorprogramm. Und tatsächlich dann im Anschluss noch mein eigenes Konzert in Krefeld. In Krefeld, also. Genau. Oh, aber dann nächste Woche nochmal Wiederholungstäterin sozusagen. Richtig, ich komme nochmal wieder, gar keine Frage. Weil es einfach zu schön ist hier, ne? Zu schön und weil ich super gerne lange Auto fahre. Nein, ich komme wieder. Hätte ich das gewusst, hätte ich natürlich gerne noch eine Woche Urlaub hier gemacht, ja, aber das geht natürlich nicht. Okay. Zwischendrin muss noch gearbeitet werden und die Kiddies dürfen ja auch nicht alleine bleiben. Aber ich freue mich auf nächste Woche. Alles klar, dann würde ich sagen, sehen wir uns irgendwann irgendwo wieder. Auch sehr gerne. Aus meiner Region, da wo ich zu Hause bin, da bist du demnächst auch, SWR 4. Ach, sehr schön. In dem Sendegebiet. Ich komme genau aus Reutlingen, südlich von Stuttgart. Schön, okay. Und vielleicht sieht man sich irgendwo da in der Schleierhalle. Unbedingt, würde ich mich sehr freuen, Frank. Aber jetzt, wie gesagt, hier nochmal
am Wilden Kaiser Travel Partner Group. Das ist hier der Veranstalter. Und da sagen wir herzlichen Dank.